Leute. Yes, that is the sound created by Radio 1. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Tag, Kinder. Das ist der Sprechfunk Nummer 2 nach Christus. Wenn ihr auch rinkommen wollt, dann müsst ihr hier die entsprechende Telefonnummer. Welche ist denn das hier? Hier, wo? Hier. Radio 1. Sie hören Kuttners Sprechfunk. Genau. Eine Beratung ist für Sie kostenlos. Wir erwarten Sie. 0331 70 99 110. Genau, das ist die Telefonnummer 0331 70 99 110. Wir haben heute wieder mal ein Thema. Nachdem das letzte Jahr doch irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen ist. Also wusste irgendwie keiner, wo er 2007 war, wusste keiner mehr, wo er heute ist. Ihr habt keine Unterschiede, außer in den Frisuren und im Beziehungsstatus. Das war dann doch ein bisschen weniger. Heute würde ich ganz gerne mit euch über so... Ach, da sind aber jetzt aber auch spezielle Anrufer gebraucht. Irgendwie Leute mit Sprachempfinden. So über so Pestwörter, so eklige Ansagen, so blöde Modeworte und so diesen ganzen Kram würde ich mit euch reden. Also mich macht das immer verrückt, wenn ich höre, dass irgendein neues Produkt oder was irgendwo aufgeschlagen ist. Das ist so, glaube ich, naja, das ist natürlich auch blöde, 70 Jahre nach dem Krieg oder 65 Jahre, 45, das sind bis 0, 55, 75 Jahre nach dem Krieg ist dann unter jungen, konsumorientierten Menschen offensichtlich die Sehnsucht nach der Schusswunde recht groß. Und dann sagen die wenigstens in ihrem Konsumdings da, sagen die dann immer aufgeschlagen. Oder was mich auch immer umbringt, ist so dieses sehr gern, sehr gern. Statt bitte zu sagen, können Sie mal die Tür aufmachen? Sehr gern. Ja, also, oh, naja, ja, danke, sehr gern. Das ist so dieses Service-Deutsch, da wäre ich dann tendenziell verrückt. Wer auch unter so einer Sprachallergie leidet, was bestimmte Worte, was so Floskeln, was so Ansagen betrifft, der könnte, wie gesagt, genau hier anrufen. Ich sage euch ihr Telefon. Ah, die steht da. 0331 70 99 110. Wunderbar. Und dann reden wir darüber. So, hallo, wen haben wir hier? Hey, Holger. Holger. Du, Jürgen, erstmal schön, dass du wieder da bist. Also ich ja, danke. Cool. Das heißt, du bist auch ein bisschen älteres Semester, oder? Na, wir haben irgendwie mal in der Weittelefonzentrale miteinander telefoniert. Es ist schon, wie gesagt, ewig her. Ja, unter der 97110 und ich habe die Nummer halt immer noch auswendig im Kopf eigentlich. Aber das war ja aber eine andere Nummer. Das war 97110, wa? Ja, ja, und genau. Jetzt ist 70991110. Genau, aber immer du hast letztens echt 97110 gesagt. Ach echt? Glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Ist immer, aber immer Polizeiruf hinten. Also ja, aber ist ja nicht schlimm, ist ja alles gut. Ja. Ich habe das erste Mal seit Ewigkeiten, wenn ich einen Podcast gehört habe, oder hast du das live gehört? Hast du das letzte Mal live gehört oder hast du das im Podcast gehört? Nein, über einen Podcast gehört. Deswegen habe ich heute eigentlich angerufen, weil ich eigentlich mit dir darüber sprechen wollte, was in den letzten 12 Jahren passiert ist. Ach so, war aber die letzte Sendung. Ja, ich weiß, aber du musst ja davon ausgehen, wenn du nicht live irgendwie nur live sendest und das kaum einer mitkriegt und an dem Abend keine Zeit hat und dann später das Thema interessant das war ja, aber als ich live gesendet habe, war es ja... Das wusste ich doch nicht oder hatte keine Zeit arbeiten und so, weißt du, ja, da gibt es Leute, die da um die Zeit arbeiten. Und jetzt hörst du es aber live. Jetzt habe ich live nicht. Über worüber? Über die Radio 1 Seite oder über YouTube oder Facebook gibt es, glaube ich, auch noch. Also ich habe jetzt die Radio 1 Seite aufgerufen, aber die habe ich noch gar nicht angeguckt und gar nicht benutzt, weil die läuft jetzt im Hintergrund irgendwo auf dem Laptop, da ist aber ein Kopfhörer dran. Und ich habe einfach vor der Sendung jetzt 21 Uhr war halt eingeblendet und habe ich halt einfach angerufen.
Aber ich dachte, wir reden halt mal ein bisschen. Da siehst darüber. Du jetzt das Bild gar nicht. Das kann ich mir schon angucken. Mann, ja, ich gucke ja extra in die Kamera. Zumal würde mich ja auch der Zeitversatz interessieren. Das ist auch interessant. Wenn ich hier was mache, wie lange das dauert, ehe die das in deinen Computer rübergetragen haben. Das ist ja haben. Eigentlich schon immer das Thema gewesen. Also wenn ich dich früher gehört habe, in Sachsen, okay? Ja. Über Kabel. Sachsen, ja. Aber ja. Über Satellit vielleicht? Über Kabel? Nein, über Kabel. Das war im Kabelnetz eingespeist, Fritz. Ja, bei ja. In Sachsen. Und da hast du auch Zeitversatz? Nee. Kabel Deutschland. Na klar war das Zeitversatz. Boah, na klar. Naja, weiß ich ja nicht. Und genauso über Satellit ist es genauso zeitversetzt. Ja. Es ist halt so, es wird nie synchron mit dem Telefon sein. Deswegen ist der alte Tipp, mach mal einen Ton aus. Ne? Ach so, stimmt. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Der funktioniert aber immer. Hast du denn jetzt deinen Computer da im Visier? Ja, der ist rechts. Hier. Guck mal rein. Und jetzt hebe ich gleich mal die linke Hand und du sagst mal, wann ich sie bei dir hebe. Und ich schaue auf die Uhr. Okay, gut. Ich hebe. Warte mal, ich muss warten, bis so eine Runde. Jetzt meine Hand, schwupp, hier ist sie. Und jetzt sag mal, wann sie bei dir oben ist. Nee, du musst die Hand mal vor dein Gesicht nehmen. Ah, okay. Ja, aber der Arm ist schon oben. Das ist, ja, ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt sag doch mal, jetzt machen wir normal. Nee, das ist 1:1, das ist geil. Was? Jetzt? Ja, na, ganz minimal. Das heißt ganz minimal. Du brauchst aber 5 Sekunden, ehe es bei dir ankommt, offensichtlich. Nein, Mann, du bist aber schlecht verdrahtet, mein lieber Heilsangsverein. Du musst mal. Okay. Sag mal, das ist ja noch später. So, jetzt setz dich nochmal hin. Jetzt setz dich nochmal. Jetzt hör doch mal auf. Wir müssen hier. Jetzt guck dir das mal bitte an. Jetzt guckst du mal ins Bild rein. Ja. Ich nehme die Hand vors Gesicht. Okay. Jetzt, und da, aber habe ich jetzt aus Versehen jetzt schon gemacht. Und du sagst dann mal, wann du das siehst, okay? Okay. Okay, warte mal, ich muss da bloß. Jetzt habe ich Hände vor sich. Hört mal, müsste man hören. Okay, jetzt kann ich das wieder runternehmen. 8 Sekunden. 8 Sekunden Zeit. Was in der Lücke passieren mag, wa? Das ist ja interessant. Ja. Also, ja, du hast ja doch irgendwie eine Differenz. Ich sage, warte, ist bei dir noch nicht angekommen oder ich weiß jetzt auch noch nicht wie. Beim Fußball ist, oder? Ja, bei das Fußball ist blöde. Unten in der Kneipe jubeln sie schon und bei dir ist immer noch, legt er sich den Ball zurecht. Genau. Das ist schon bitter. Das stimmt. Das ging aber bei der WM neulich irgendwann oder irgendeiner EM oder irgendwie sowas. So irgendwie, also ein Sommererlebnis. Balkon ist offen und du hörst sie draußen schon toben und im Fernsehen hoppeln die da noch über grüne Gras. Das war schon irgendwie ein bisschen strange. Jürgen. Ja, aber in der Welt leben wir. Wir leben in einer Welt kompletter Ungleichzeitigkeit. Absolut. Ich wollte nur was sagen, noch wegen den letzten 12 Jahren. Naja, aber du weißt ja, wenn du hier anrufst, das heißt ja nicht, dass du unbedingt zu Wort kommst. Aber okay, wenn du jetzt was sagen willst, dann... Pass auf, ich bin 39 Jahre alt mittlerweile, okay? Wow, auch schon Erwachsener. Ich fühle mich eigentlich... Aber du bist ja jetzt bei Radio 1 völlig richtig. Wie 20, nein, ich fühle mich wie immer noch wie 20 oder 19. Weil ich so die Wirkung der Ginsengwurzel habe, oder wie meinst du damit? Nee, letztens hatten wir in der Regionalexpress auf dem Weg nach Berlin, weil der zurückgesetzt war von der Zeit her auf seinem Surfer da, ja. Onboard, ne? Das läuft ja alles über Computer, hat er mir angezeigt, dass doch wir jetzt den Februar 2000 haben und nicht 2019. Und damals war ich halb so alt. Also 38 bin ich jetzt, ich werde 39. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich nehme an, wird stimmen. Ja, 2000 warst du ungefähr halb so alt, wie du jetzt bist. Ja, ja, genau. Und das heißt, jetzt bist du doppelt so alt, wie du 2000 warst. Ja, ja, genau. Also ja. 38. Und in den 12 Jahren hat sich viel verändert. Ich habe 7 Jahre in Berlin gelebt. Du bist aber aus Sachsen gekommen? Ich bin ursprünglich aus Sachsen gekommen. Ne? Ach so. Und warum hast du denn das schöne Sachsenland? Die sind doch auch immer so stolz auf ihr Sachsen. Wie hast du das denn schnöderweise für Berlin verlassen können? Nein, Berlin war halt wegen Jobszeit, ne? Also ich habe damals keine Arbeit da gefunden. Jobs, Steve, der gute Steve Jobs. Und in Berlin habe ich halt für Callcenter gearbeitet, in erster Linie. Mensch, hatten wir neulich auch. Das sind jetzt aber irgendwie die irren Jobs, wa? So, Callcenter. Ja, ja, und ich habe, glaube ich, für 100 Firmen gearbeitet. Wie, was heißt für 100 Firmen? Du hast im Callcenter gesessen, das verantwortlich war für 100 Firmen und hast gewissermaßen 100-fache Kompetenz simuliert, oder wie? In Spitzenzeiten waren es 70 Projekte in einem Callcenter, wo 13 Leute saßen. Und worum ging es dann da? Stell mal eine typische Callcenter-Frage. Alles Mögliche, Teleskope, wie man die, oder Schnellkochtöpfe, wie man die bedient oder warum der gerade
halb explodiert ist. Du hast jetzt Ahnung über Schnellkochtöpfe? Ich habe nicht wirklich Ahnung über Schnellkochtöpfe. Aber so viel, dass man da jemanden, der ein Problem mit einem Schnellkochtopf hat, abwimmeln kann erstmal. Nein. Wieso denn? Ist ja auch nicht schlecht, muss ich jetzt nicht schämen dafür. Ey, ist schlimm, ehrlich. Callcenter hat nie Spaß gemacht, okay? Ach so, ne, aber ist doch wie Icke. Ja, oder da ist jetzt, oder? Ja, du bist das geilste Callcenter der Welt. Ja, also. Ja, gut. Nur, dass ich einem Uni weiterhelfen kann. Macht ja nichts, du musst ja nicht weiterhelfen. Ist alles oder hättest du jetzt eine Frage, bei der du die Vermutung hättest, dass ich dir weiterhelfen könnte? Dass ich mal so richtig, und dann sind wir aber auch schon gleich wieder bei der Sprachkritik. Du rufst jetzt an, blum, Icke, hallo, ja, hier ist die Kompetenzzentrale, mein Name ist Jürgen Kuttner, was kann ich für Sie tun? So habt ihr doch gesagt wahrscheinlich, oder? Ja, na klar. Ja, unser Gespräch wird mitgeschnitten zur Auswertung, das wissen Sie. Ja, so nach dem Motto, aber das wurde... Aber hier wird nicht mehr gefragt, ob... Ich wollte eigentlich gar nicht mit dir über Callcenter reden. Nein, aber ich wollte ja Omnikompetenz. Ein schönes Tor, wieder mal ein Fremdwort wie... Was früher Infinitesimalrechnung war, weil okay, nach mir weh ist, Omnikompetenz hier unter Beweis stellen. Hast du vielleicht ein Problem, wo ich dir unter Umständen. Die schreiben schon wieder hier auf Facebook. Wo ist meine Brille geblieben? Nein, will ich doch bloß sehen, weil ich kaum einer mitkriegt. Ganz falsch schreibt da sowas. Jemand hat Radio 1 abonniert, tatsächlich. Naja, die Dialoge sind jetzt aber auch noch nicht so irre da auf. Ja, dann reden wir noch eine kurze Runde weiter, weil das ist eigentlich interessant. Scheiß mal auf die Callcenter, okay? Ja, ich bin doch jetzt eins. Du hast ja selber gesagt, ich sei eins. Das ist das Gute der Welt. Dann musst du doch aber bitte auch ein Problem haben. Ich habe kein Problem, ich wollte... Mensch, du sollst doch aber ein Problem haben, dass ich dir helfen kann. Dass man gewissermaßen den Gebrauchswert erhöht, dieser Sendung hier. Sendung. Okay, ich komme gleich zum Punkt. Ja, das wäre schön, wenn du mal zum Punkt kämst. Das einschneidendste Erlebnis in meinem Leben war 2008 der Kauf des Landwirtschaftssimulators. Ich bin nämlich jobtechnisch jetzt unter anderem... Weißt du, so auf dem Computer, wo man so Bauer sein spielt oder was? Ja, genau. Und ich bin ja als Kind irgendwie auf dem Bauernhof... Sag mal, darf ich mal eine Zwischenbemerkung machen? Geworden, ja. Wer auf dem Computer Bauer spielt, muss doch aber auch leicht den an der Klatsche haben, kann das sein? Das machen echte Landwirte sogar. Leidenschaftlich im Winter. Ach so, naja, vielleicht, weil sie die Hoffnung haben, dass sie da was lernen, oder? Na klar, und man kann da viel lernen, genauso wie bei Eurotruck-Simulator. Da kann man die Verkehrsregeln lernen für LKWs und so weiter und so fort. Für Kinder sehr pädagogisch wertvolle Spiele. Jetzt sitzt du zu Hause und spielst Bauer sein. Nein, ich spiele nicht, ich programmiere dafür Zeugs. Ach so, was denn? Ja. Sachen, die Geld kosten, oder? Dass man so einen GPS-gesteuerten Mähdrescher hat. Und dann muss man den aber teuer bezahlen. Wie heißt das? In-App-Käufe? Nein. Also du musst das nicht mit Bargeld bezahlen, was ich programmiere. Das, was ich programmiere... Was das heißt nicht mit Bargeld? Mit Blutkonserven oder was? Oder Nein. Das Ding ist, ich erkläre es dir kurz. Das Ding ist einfach, dass die Entwickler dieses Computerspiels... Hier steht der da, schreibt, hör dem Mann noch mal zu. Schreiben die auf... Entschuldige, okay. Facebook. Mann, ich bin ein bisschen, aber nur um auch meine, Dings unter Beweis zu stellen, dass ich, du programmierst die Dinger. Also ich programmiere Sachen, Erweiterungen für das Spiel, das lade ich bei der Homepage hoch von den Entwicklern, die das Spiel verkaufen und jeder kann sich das kostenfrei runterladen. Ach so. Und die Entwickler sagen, für jeden Download, der da getätigt wird, zahlen wir zwischen... Also für 1000 Downloads irgendwie 75 Cent. Aha. Also 50 bis 75 Cent. Nicht schlecht. Wenn du 5 Millionen Downloads hast, dann kannst du dir vorstellen, dass man da im Nebenerwerb recht gut verdienen kann. Ja, ja. Und ich mache aber noch einen Job, wo ich Regale einräume im Supermarkt, dass ich krankenversichert bin und so weiter und so fort. Und versteuere das natürlich auch ganz normal und so weiter und so fort. Also hier aber auch Finanzamt kommen und so. Mit 39 in so einer Zwischensituation, oder? Nein, das Bauern ist alles programmieren okay. Und Regale einräumen. Es ist alles okay. Das ist körperliche Betätigung. Ich habe das gern gemacht. Ich habe die Ausbildung irgendwann mal gemacht. Ich habe es eher genossen. War die Ausbildung, Regale einzuräumen oder was? Nein, in der Ausbildung. Was denn für eine Ausbildung? Verkäufer, ganz normal. Ich habe eigentlich immer frei und freiwillig und gern. Und dann räumst du aber Regale ein. Und geputzt. Ja, echt? Ja, nee, ist ja gut.
Nein, aber klingt ja so ein bisschen nach unterqualifiziert. Also jemand, der Landwirtschaft programmieren kann? Nein, du musst doch mal dir vorstellen, desto weniger ich arbeiten gehe. Wenn ich 40 Stunden in einem Callcenter für 8,50 Euro oder 9 Euro Stunden Mindestlohn gehe. Ja, ja, das ist nicht schön. Am Ende bei 200 Euro mehr als das, was ich beim Regal einräume in 20 Stunden, ja, wo ich ein bisschen Menschenkontakt habe, ne, und mich nicht tot arbeite und tot kacke, und dann nebenbei noch ein bisschen was mache. Und ich habe ja noch ein paar andere nebenbei in der Nebentätigkeit, ja, Jobs und so. Und das ist cool so. Und das ist besser so, als wenn ich mich irgendwie tot arbeite und mich die ganze Woche ärgere, dass ich 40 Stunden nur Stress mit Kollegen auf Arbeit habe oder sowas. Das, ja, ist völlig okay. Ich wollte jetzt trotzdem noch mal kurz mein Problem schildern. Ja, genau. Ernst, wenn du Hoffnung hast, dass ich da vielleicht helfen kann. Gestern, ja, waren noch die Trecker in Berlin. Ne? Hast du mitbekommen? So, ja, habe ich mitbekommen. Ja. Ich war und da bist du hin und hast gleich mal gekickt, vielleicht eine Programmieridee. Nee, ich war durch und habe Bilder gemacht, um die zu unterstützen. Weil wir machen ja auch auf YouTube irgendwie Werbung und keine Ahnung und unterstützen uns gegenseitig und bei Facebook und teilen uns und wenn wir einer Meinung sind und ich kenne halt auch viele Bauern, die das in echt machen. Ja. Und ich finde es halt wirklich traurig, dass das immer so dargestellt wird. Die bösen Bauern sind halt diejenigen, die Umwelt verschmutzen mit Massentierhaltung und so weiter und so fort. Ja. Gestern Mittag, als ich am Potsdamer Platz raus bin und da hochgelaufen bin zum Brandenburger Tor, habe ich schon aus weiter Entfernung den Thomas Andersen gehört. Thomas Andresen von Hof Baslund. Der hat sich gewehrt, als die Mini-Wunderwelten in Hamburg die Bauern völlig schlecht dargestellt haben, als würden sie immer nur Tiere quälen und so weiter und so fort, und hat die Mini-Wunderwelten eingeladen. Und da hat er dann gesagt, in diesem Video, als die bei dem waren, dass er Glyphosat nicht mehr benutzt. Ja. Weil er das... Wem hat er gesagt? Den Bauern oder wem? Nein, der Bauer hat gesagt, er benutzt kein, ja, Glyphosat mehr. Okay, gut. Weil das Glyphosat wird sowieso nur zur Abreife genutzt, also wenn ein neues Feld bestellt werden soll, sollen die alten Früchte und Unkraut, was vorher drauf war, sollen absterben. Und er benutzt Milchsäurebakterien. Gut. Und da habe ich so gelacht. Wieso? Weil ich habe das in der zweiten Klasse, gab es die Schulmilch. Ja. Kennst du auch noch? Ja, ne? In den Gläsern. Und die war oben zu DDR-Zeiten nur mit Folie abgedeckt. Ja. Und wenn du die einmal aufgemacht hast im Sommer und hast die in der Frühstückspause nicht komplett getrunken, dann hat die irgendwann angefangen zu stinken. Ja. Und neben mir im Klassenzimmer stand eine Palme. Und die Palme... Und da habt ihr Bengels jetzt immer alle reingegossen. Ich habe das einmal, ein einziges Mal eine halbe Flasche da reingekippt. Und die war sofort tot. Und die Pflanze war nächste Woche Mittwoch, also es war Freitag irgendwie, glaube ich, und nächste Woche Mittwoch. Na, das sind ja freche Kinderstreiche, die wir da hier bekommen. Nein, das hast du einfach nur gemacht aus Unwissenheit. Ja. Ja, aber ich meine, sag mal, die Bauern, warum die sich nicht mit Fridays for Future quasi solidarisieren und dann am Freitag selber streiken und vielleicht ein bisschen cleverer argumentieren, als sagen, der Kunde will billiges Fleisch haben. Ja, man sagen kann, ja, wenn es nicht anders als teureres Fleisch gibt, dann wird der Kunde auch teureres Fleisch kaufen. Das ist doch irgendwie Schwachsinn. Also ich verstehe ja, dass hier irgendwie gerade die Kleinbauern wahrscheinlich irgendwie so am Rande der Existenz laufen, weil die Konkurrenz mit Aldi und den großen Dingern und so, das ist ja irgendwie völlig klar. Ein bisschen präziser müssen sie schon aber argumentieren. Aber wenn ein Stück Butter 90 Cent kostet, okay? Naja, aber warum? Dann sollen sie eben sagen, wir verkaufen unsere Butter nicht für 2 Cent das Kilo. Ja, aber die Molkerei will ja die Butter verkaufen und die hängt ja dazwischen als Zwischenhändler. Also es ist immer... Naja, dann müssen sie sich zusammentun und solidarisch sein und sagen, Bauern können auch streiken, können irgendwie sagen, nein, wir verkaufen die Milch nicht mehr für 0,5 Cent pro Liter, sondern wir wollen dafür 2 Cent haben. Wenn die das erstmal sagen, dann, wenn alle mitmachen, dann ist es so. Also ist doch gut, wir sagen, wir machen jetzt hier nur, meine Kuh steht bei mir im Kinderzimmer, der geht's gut, dadurch ist die Milch ein bisschen teurer und die darf nicht billiger sein. Wäre doch okay. Und dafür freitags mit den Schülern demonstrieren und die erste Klasse kann Trecker fahren bei mir. Ja, aber weißt du, was ich dazu sagen soll, es sollte zu freitags zu demonstrieren? Na? Wenn ich U-Bahn fahre freitags, ne, im Winter oder S-Bahn, ja, dann stehen die Kittys mit ihren Transparenten oder auch erwachsene Menschen. Ja. Und die S-Bahn steht an dem Bahnhof. So, jetzt. Beim Himmel, ja. Weg,
10 Minuten lang ist die Tür offen. Keiner von denen kriegt es gebacken, den Knopf zu drücken, damit die Tür schließt. Ja. Die haben die Fenster offen. Ich sehe es jeden Freitag, genau. Weißt du? Ja. Und wenn du dann... Ja, jetzt aufgehst, aber... Okay. Aber grundsätzlich, entweder man lässt sie drauf ein oder man lässt sie richtig drauf ein. Entweder man kapiert es, worum es geht, oder man kapiert es nicht. Kann ich jetzt glaube, nicht das immer nur sein... Haben ja? Schon alle kapiert. Ich weiß nicht, ob die Bauern, die sollen sich zusammentun. Haben sie ja gemacht. Ja, aber können ja nicht sagen, soll alles so bleiben, wie es ist. Und bildet Fleisch ist ohne Tierquälerei nicht zu haben. Das ist doch irgendwie keine Argumentation. Und so sagen wir, uns macht es auch keinen Spaß, die Tiere zu quälen. Wenn man Tiere nicht quält, dann muss es irgendwie ein bisschen teurer sein. Pass auf, ein Kumpel von mir, Michel. Warte mal, hier steht... Kann jemand den Delay zwischen Kommentar, Video auf der Homepage und Video bei Facebook messen? Ach so, das müsste jetzt aber jemand anders machen, oder? Ja, dann muss man doch nicht machen. Ja, da müsste mal vielleicht jemand, der über Facebook, über Facebook guckt. Der soll man einen Facebook-Gucker anrufen. Facebook quasi. Warte mal. Außerhalb des offiziellen Programms. Ja. Kuttners Sprechfunk. Mittwochabend, 21 Uhr, 0331 70 99 110. Dieser Anschluss ist vorübergehend erreichbar. Genau, ist jetzt erreichbar, 0331 70 99 110. So, Holger, so, letztes also, Wort. Ja, Michel, ein Kumpel von mir, Landwirt, Junglandwirt in Sachsen-Anhalt, hat das studiert, ewig lang und so weiter und so fort. Der hat jetzt seine Milchkühe abgeschafft, weil es sich einfach nicht mehr rentiert und er einfach die Tiere nicht mehr halten kann. Futter reicht nicht mehr aus, ist ziemlich trocken gewesen, die wissen ganz genau, was hier läuft, die haben Ernteerträgerverluste und so weiter und so fort, die wissen ganz genau, dass man was für die Umwelt tun muss und die bemühen sich gerade dabei, den Boden so zu bearbeiten, dass er mehr Wasser binden kann, nicht mehr so oft umgebrochen wird, Sand nach oben geholt wird und so weiter und so fort, was ja hier in Brandenburg, in der Mark Brandenburg ja oft passieren kann. Warte und mal, wir haben ja gleich noch jemanden. Wer bist denn du? Andere Anrufer? Oh, jetzt hat er aufgelegt. Mann, das war wahrscheinlich ein Facebook-Anrufer. Hallo? Bist du noch da, Holger? Ich bin noch da. Ja. Ich wollte nur nicht dazwischenreden in dem Moment, wo du jemanden begrüßt. Oder das ist sehr vernünftig von dir. Jetzt sind wir hier mit meinem Sprachkritik irgendwie überhaupt noch nicht weitergekommen, wa? Nee. Was ist denn? Ja. Hol mal die Waldtelefonzentrale rein. Was ist denn die Waldtelefonzentrale? Habe ich die denn hier jetzt irgendwie? Ja, ich kann sie dir noch mal schicken. Meine Neffen, die stehen total drauf. Aha. Auf den Riesenpilz. Ach so, für die Telefonnummer oder was? Ja. Ja, Mann, ich kann mir hier, wir haben bitte was. Bitte übermitteln Sie uns Ihre Wünsche telefonisch. Warte mal, das ist hier ist Kuttners Sprechfunk. Unsere Nummer lautet 0331 70 99 110. Ohne schön, oder? Ohne schlecht, ja, meine ich. So. Aber Holger. Ja? Der soll doch bitte sagen, 0331 für Potsdam. So wie früher. Ach so. Ach Mensch, jetzt nicht wie früher. Jetzt hör doch mal auf. Hey, es war aber eine coole Zeit. Ich habe das vermisst. Ich habe dich gehört. Naja, weil du so jung warst. Nein. Weil du noch formbar warst. Jetzt bist du ja schon total verholzt da innerlich teilweise. Quatsch, nein. Was heißt Quatsch? Na klar. Ach Mann, das ist so blöde. Ich hatte letzte Sendung schön Länderpunkte gesammelt. Da war ein Anrufer aus Indonesien. Aus Indonesien sind, glaube ich, 10 Länderpunkte. Brandenburg ist kein Länderpunkt und Berlin ist auch kein Länderpunkt. Dann war noch so Hamburg und noch was. Aber dann war noch mal Spanien. Barcelona, das sind, sagen wir mal, 4 Länderpunkte. Das heißt, wir hatten in der ersten Sendung 14. Madrid, naja, sind auch 4 Länderpunkte. 14 Länderpunkte. Und heute, von wo aus rufst du an, Holger? Von wo aus rufst du gerade an? Na, heute aus Brandenburg. Aus Brandenburg, das ist 0 Länderpunkt. Mann, ja, Mist. Pass auf. Wegen Barcelona und Madrid, ne? Der alte Fußballspruch von Andi Möller. Barcelona oder Madrid, scheißegal, Hauptsache Italien oder wie. Ach so, gut. Holger. Übrigens. Ja? Das ist 22 Jahre her, als in Madrid vorm Spiel schon das Tor gefallen ist. Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Tor ist einfach umgeklappt, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat. Die haben eine Dreiviertelstunde gebraucht, um ein neues Tor ranzukriegen. Das war die legendäre Sendung mit Dings da, war? Der da eine Dreiviertelstunde moderiert hat. Mit Jürgen Rau? Wie heißt er denn? Der Schweizer? Jauch? Nein. Günther. Marcel Reif. Marcel Reif, genau. Marcel Jauch und Marcel Reif und Günther Jauch. Günther Reif und Marcel Jauch, genau. Okay,
Holger, okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Gerne doch. Ja? Ich wünsche dir einen schönen Abend, viel Erfolg bei den Sendungen. Ich okay, freue dir mich auch. Und wenn ich sie nicht live ja. höre, lade ich sie auf jeden Fall runter. Okay, gut. Super. Okay. Bis dann. Gut. Tschüssi. Ciao. So, weil wir jetzt gerade von Indonesien gesprochen haben, da war ja dann die Ansage, und der Anruf war auch wirklich aus Surabaya, Johnny, und dann war ja doch der starke Wunsch, dann doch mal Lotte Lena mit diesem großen Song vom Surabaya, Johnny, also aus Surabaya, Surabaya, Johnny zu hören. Es gab dann auch, der hat mir dann über Facebook geschrieben, sagte aber, es ist so teuer, einen Mongole, ein wirklicher Mongole, war ja immer mein tiefer Wunsch, dass jemand aus der Mongolei anruft. Und dann, der schickte mir dann so eine Message da über Facebook und hat gesagt, bei ihm ist es dann früh vier Uhr früh, jetzt irgendwie, aber er lebt noch nach deutscher Zeit und aber es ist so teuer anzurufen. Da kann man, wir haben ja versucht jetzt, ich habe versucht ihn anzurufen, das hat irgendwie nicht geklappt, vielleicht klappt es beim nächsten Mal, ansonsten kann der ja trotzdem, hörst du mich? Mongolei, seid ihr dabei? Dann ruft hier an und dann. Radio 1. Dann machen wir ein ganz kurzes Gespräch. 0331 70 99 110. Oder? Dieser Anschluss ist vorübergehend erreichbar. Dass ich immer dazwischen reden muss, das geht mir aber auch auf den Keks. So, jetzt hören wir erstmal Surabaya, Johnny, und dann geht's hier weiter. Im Grunde ging es jetzt gewissermaßen um Pestworte, Sprachmüll, Sachen, die einem so auf den Keks gehen, wenn Leute das sagen. Wer da auch so eine bestimmte Sensibilität hat, der kann gerne hier, die Nummer hat jetzt gesagt, kann gerne hier, was ist denn bei Facebook gerade los? Nummer, warum sagt denn jetzt in der Nummer? Marco, 0331 70 99 110. Marco Ruse, der kann ja jetzt hier mal. Mensch, stell dich nicht so an, Surabaya Johnny. Ich war jung, Gottes 16 Jahre, du kamest von Burma herauf. Du sagtest, ich solle mit dir gehen, du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung, du sagtest, so war ich hier stehen. Du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich. Zuerst war es immer Sonntag, das war, bis ich mitging mit dir. Aber dann schon nach zwei Wochen war dir nichts mehr recht an mir. Hinauf und hinab durch den Panschab, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine 40-Jährige. Du wolltest nicht Liebe, Johnny, du wolltest Geld, Johnny. Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir Mehl, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny. What's he like, Mavis? He's a real... So, jetzt singt's ja irgendwie gleich weiter. Das ist die neue Technik, mit der ich noch nicht so ganz vertraut bin. Wir leben jetzt in einer digitalen Welt. Es gibt natürlich immer auch so Clash. Ich bin ja analog. Der ganze Zeug hier ist quasi digital. Dadurch gibt es auch so eine Verzögerung, weil das Internet schneller ist als ich praktisch. Hallo, wer ist denn da? Achso, ich weiß ja, wer du bist. Roman. Genau. Warum heißt du nicht eigentlich Roman?
Roman wäre doch viel besser, oder? Ja, pass auf, ich war mal in einer Kneipe, das ist wirklich passiert. Und da habe ich gesagt, wie heißt du denn? Er hat gesagt, Roman. Und da sagt der zu mir, ach so wie das Papier, was man in die Hand nehmen kann. Gut. Und da meinte er damit ein Buch. Also ja. Da musste ich aber lange überlegen, wie der Zusammenhang besteht. Ja, aber wie dick bist du, Roman? Dick überhaupt nicht. Bist du überhaupt nicht dick? Du bist quasi eigentlich eher eine kurze Schichte quasi. Genau. Ja? Genau. Na, ich bin ja so praktisch eher auch eine kurze Schichte. Und so bist du aber, wie bist du so? Ach so, du siehst jetzt, wo guckst du? Wir hören auf uns. Handy. Du hörst mich gerade auf Handy. Genau. Von wo aus rufst du an? Ich habe letzte Woche schon mal angerufen aus Stralsund, an der Ostsee. Ah, Stralsund, auch kein Länderpunkt. Nee. Stralsund. Achso, aber ich wollte ja, wie lang bist denn du so als so nach oben? Achso, siehst du jetzt was? Nee, du guckst ja, bist du zu Hause? Ja. Ich bin ja völlig überfordert. Du bist zu Hause und hast ein Handy am Ohr. Genau. Und kannst jetzt trotzdem der RBB hier eine seiner teuersten Studiokameras für einen seiner beliebtesten Moderatoren hier hingestellt hat. Wir haben ja ein riesen Team im Hintergrund. Das täuscht er immer. Jetzt guck mal hin. Das täuscht er im Fernsehen. Man sieht immer einen vor der Kamera. Aber dahinter sind 8 Leute. Die kann man jetzt alle nicht sehen. Hallo Werner, hallo Rolf, hallo Petra, hallo Lara, hallo Jochen, hallo Sven. Kabelträger, Licht, ein Redakteur, so ein Continuity. Ja, Convenience. Ja, eine Masseuse und so. Also das ist eine der aufwendigsten Sendungen mit teuren. Und du guckst überhaupt da nicht. Nee, richtig. Ich guckte doch auf dem Handy quasi. Mit dem telefoniere ich ja jetzt auch gerade. Ach so, dann guckt jetzt dein Ohr, guckt quasi hier Sprechfunk. Sozusagen. Genau. Mann, eine verrückte Welt, in der wir leben, oder? Verrückte Welt. Und hier, hier ist immer noch Facebook. Helsingborg ist nicht mal Schweden. Ich fühle mich da schon wieder wie in mehr. Modeworte. Schwenk da mal die Kamera. Wohin soll ich die schwenken? Nein, überhaupt nicht. Das Problem ist doch, entschuldige, darf ich? Ja, bitte, unbedingt. Ja. Wenn ich jetzt hier die Kamera so rumdrehen würde, dann würden die ja, weil die ja hinter, quasi hinter, dann würden die ja mitlaufen, alle hinter der Kamera, würde man die auch nicht sehen. Jetzt, oh, was ist jetzt? Noch eine, jetzt, oh Mann, hier, ah, das, ja, da ist er, genau, da ist das Team quasi. Super, so, Roman, Roman, an den Klapp, also an den Barstühlen hier, die, damit, das ist die neue Welt. Roman, Ekelworte, Pestworte, Worte, die einem auf den Keks gehen. Was mich wirklich stört, ist, wenn Menschen die Wörter in dem Fall, scheinbar und anscheinend verwechseln. Die meisten Menschen... Das stimmt auch. Könnte ich unterscheiden zwischen scheinbar und anscheinend, oder? Das ist ein Unterschied. Und das ist wirklich manchmal verwirrend, weil manche Sachen sind nur scheinbar richtig, aber anscheinend falsch. Also es ist wirklich wichtig, das zu unterscheiden. Ja. Das nervt mich. Super, mich nervt ja immer diese Sinn machen. Das macht mich auch verrückt. Es hat Sinn oder ergibt Sinn, hat Sinn, ja, so, macht Sinn. Oh. Aber am allerschlimmsten finde ich, zwei Sachen finde ich ganz schlimm, aber da bin ich vielleicht alleine. Das sind so Leute, die immer gerne und sehr gern sagen, statt bitte. Kennst du das? Ja. Bitte mich mal um den Gefallen. Dann tue ich dir den und dann sagst du Danke. Können Sie mal den Schlüssel da hochgeben, der mir runtergefallen ist? Hier ist er. Danke. Sehr gern. Quatsch! Bitte, oder? Na ja. Na ja. Was heißt na ja? Warst du der im Service, im Callcenter auch hier arbeitet hat? Nee. Das versaut die Sprache. Ja, was ist denn, wenn jemand sagt, Schlüssel, und der sagt dann Danke und der andere sagt, kein Problem. Was ist denn damit? Ja, das ist auch eine klare Situationenbeschreibung, dass man durchaus noch in der Lage ist, sich zu bücken und einer älteren Dame den Schlüssel aufzuheben, weil man noch nicht mit dem Kreuz hat, ist also kein Problem. Das würdest du gut finden, ja? Kein Problem, das finde ich okay. Kein Problem, finde ich irgendwie, finde ich sehr freundlich. Hat mir keine große Mühe gemacht. Sie müssen sich da eigentlich ja nicht extra bedanken, ist ja selbstverständlich. Das ist so die Linie von, na selbstverständlich, kein Problem.
Okay, und aber sehr gern ist doch blöde. Wer bückt sich denn sehr gerne, um jemand anders einen Schlüssel aufzuheben? Überhaupt ja nicht. Das ist bloß die Lüge von, diese Lüge der Dienstleistungsgesellschaft, in der, ja? Mein Name ist Jürgen Kuttner, was kann ich für Sie tun? Vielen Dank für Ihr Gespräch mit mir. Sehr gern. Ja, überhaupt gerne. Nicht sehr gerne. Sondern kommt für mir, käme da immer ein stumpfes Bitte. Ich werde dafür bezahlt. Das ist ja interessant, da muss ich mal drüber nachdenken. Genau, weil du bist wahrscheinlich auch im Dienstleistungsbereich tätig. Das versaut die Menschen, ne? Nee. Hast du nicht mit... Du hast mit Holz... Was? Rollstühle und Prothesen, Holzbeine. Ach so, Holzbeine. Genau. Kommt da nicht auch manchmal ein Dank an? Na, bei mir nicht. Ich habe mit den Holzbeinern wenig zu tun am Endeffekt. Ich bin mehr so weit weg von den eigentlichen Sorgen. Ach, da kommt nie jemand, der sich bei dir bedanken würde, mal für irgendwann? Nee. Also manchmal schon, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob das mit dem sehr gerne. Ich werde mal drüber nachdenken, werde es beobachten. Oh, beobachte das mal. Ich werde da echt irgendwie verrückt. Aber das ist doch irgendwie, ich könnte mich jetzt auch, sagen wir mal, der Mehrheitsmeinung ergeben und sagen, jetzt sagen ihm alle sehr gerne. Aber ich habe eigentlich keine Lust, mich damit zu arrangieren. Sprache verändert sich, aber muss ich immer zum Blöden verändern? Könnten ja auch Spassiva sagen oder Pajalista sagen oder irgendwas. Das versteht ja doch nicht jeder. Das wäre doch, wie bitte? Das versteht ja auch nicht jeder. Pajalista versteht nicht jeder. Nee, oder Spassiva. Nee, ist schon klar, dass das keiner versteht. Aber andererseits ist es doch dann. Was war das? Postler, Niederlecker, Advoxala. Die Post ist nicht weit vom Bahnhof weg. Ostler, dreckiger Ostler. Wer so eine Sachen sagen kann, ist Ostler. Если я чешу затылки, не беда. В голове моей опилки, да. Но хотят там и опилки, но кричалки и вопилки. А также шумилки, пыхтелки и сопилки. Das war noch Musik, oder? Хорошо живет на свете Винни-Пу. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-п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 ам
10 Millionen Schulden. Ach, aber da kann man sich reinlegen. Jemand Geld von einem will und dann steht unten immer mit freundlichen Grüßen. Tut mir leid, das finde ich überhaupt nicht freundlich. Naja, man kann ja trotzdem noch freundlich grüßen. Naja, weiß ich nicht. Also ich finde es irgendwie, oder genauso wie du kriegst einen Brief vom Jobcenter, wo es heißt, bitte kommen Sie dann, und dann vor oben steht, dies ist eine Einladung. Nein, das ist keine Einladung, das ist eine Vorladung. Ach so, ja, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, das ist, ja, eine Einladung. Ist eine Frechheit, Einladung ist freiwillig. Ja, und finde ich auch, das sollen die doch ehrlich sein. Kommen Sie oder wir drehen Ihnen die Arme um. Bitte, sonst sagen, Sie kriegen sowas, kein Geld mehr von uns. Ja, so noch schlimmer. Es, ja. Oder dann dieses Schreiben ist elektronisch verfasst und deswegen ohne Unterschrift gültig. Schreibt das mal auf eine Bewerbung. So, oder überhaupt so. Ja, also ich meine, was nehmen die sich da heraus? Ja, dieses elektronisch verfasst, ich meine, mittlerweile sind alle Briefe elektronisch verfasst. Also wenn ich einen Brief schreibe, schreibe ich den eigentlich meistens mit einem Computer. Ja, aber das meinen die wahrscheinlich nicht, sondern die haben einfach diese Vorladung und wissen jetzt wieder, Sascha und noch 25 andere Lumpen sollen dann und dann da sein und dann nehmen die nur noch die Adresse ein und dann wird es elektronisch verfasst. Naja gut, wobei, gut, mittlerweile oder als ich da noch beim Amt war, jetzt bin ich nicht mehr da, war das doch so, dass ich dann zum Glück noch die E-Mails von den Sachbearbeitern habe und mit denen dann so reden konnte und dann war das Ganze persönlich. Also so die letzten Sachbearbeiter habe ich dann immer noch in Kontakt mit E-Mail gehabt, was natürlich praktisch war, weil man dann reingegangen ist ins Büro und ach ja, wir haben ja schon miteinander gesprochen und so. Ja. Das Ganze war dann persönlich und war dann nicht mehr so von wegen, die machen was falsch und die kriegen kein Geld mehr von uns. Nö, das war dann zum Schluss sehr angenehm. Okay, ansonsten hast du noch so, sagen wir mal, so Adjektive, die dich ekeln? Ekeln, nicht mögen. Zum Beispiel im Restaurant, dieses Ding, hat es Ihnen geschmeckt? Ach, das finde ich aber fair. Ich finde ja bloß, da ist man so feige, dass man nie Nein sagen kann, oder? Nee, eben, das ist ja, was ist denn, wenn du jetzt mal sagst, mir hat es nicht geschmeckt? Ich meine, Frau hat gerade so gut gesagt, ja, wenn der Teller leer ist, kannst du ja wohl kaum sagen, mir hat es nicht geschmeckt. Doch, kann man sagen, der Hunger hat es reingetrieben. Ja, oder so, ja. Ja, das ist schon, nee, aber da bin ich selber, also traut man sich ja nicht, oder? Und ist ja schon auch, also so, dass es so richtig nicht schmeckt, ist ja jetzt auch nicht so häufig. Ach, naja. Na gut, es gibt Restaurants, also ich sag mal so, es gibt Gerichte, die wo ich kein Restaurant gefunden habe, wo ich jetzt sagen würde, okay, das kann ich jetzt zu Hause nicht besser. Also es gibt so... Ach wie, so, Beispiel, echt? Ja, Wiener Schnitzel zum Beispiel. Also das sage ich mir... Kann man doch also, zu Hause nicht noch, besser, oder? Kannst du besser zu Hause? Ja. Ja? Kann ich besser, ja. So ganz dünn schlagen? Ja, wobei das dünn schlagen... Ja, Mutti im Hintergrund! Dünnschlagen ist wieder so eine Sache. Ich persönlich mag es lieber dicker, aber es kommt nicht auf das Dünnschlagen an, sondern auf die Panierung. Auf die Panade, genau. Nee, Panierung. Panade ist wieder was anderes. Echt? Was ist denn das? Also Panade ist so eine Art Soße. Panierung ist das, ich guck mal gleich hier, wir haben noch so einen anderen. Hallo, wer bist denn du? Der sitzt hier in der Warteschleife. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin Kerstin. Kerstin, kannst du mal recherchieren, hier im Interesse der Sendung, Panade. Google das mal. Ob das ist, was der Sascha sagt. Eine Panade ist eigentlich das, was man auf dem Schnitzel macht, ne? So. Nein. Das ist die Panierung. Sagt meine Frau. Ich hab's gerade gegoogelt. Okay, das ist die Panierung, aber... mein Kompetenzteam. Hi, hier ist das Kompetenzteam. Dann erklär's mir mal. Warte mal, Clem, Moment. Jetzt mal Ruhe da, ich kann euch einfach zumachen. Haha, ruhig! So. Ich habe es gerade mal nachrecherchiert und es stimmt tatsächlich beides, aber auf Platz 1 als erste Erklärung ist wirklich die Panade vom Schnitzel. Und keine breiige Mischung, sondern eben dieses Paniermehl. Panade ist auf Platz 1, Panierung geht auch. Gut, also ich kenne es unter Panade ist noch was anderes. Aber vielleicht egal. Auch was Örtliches irgendwie. Ja. Das ist woanders. Vielleicht ist das. Bist du jetzt eigentlich auf Sendung? Lara? Ich? Ja. Ja, ach so, dann muss ich dich ja nicht wiederholen. Nee. Ach so, super. Lara ist nämlich zuständig hier, die Facebook-Irren zu betreuen. Mhm. Und immer, wenn da was passiert, Ena Ode ohnmächtig wird, dann immer Erste Hilfe und so, ist sie sofort dabei. Und eigentlich
Aber hat sie heute ja nicht gemacht, lacht die auch so herzergreifend. Ich habe heute auch schon gelacht. Hast du heute auch gelacht? Ja, ja. Aber mit geschlossenem Mikrofon, oder? Okay, ich mache es jetzt jedes Mal auf. Ja, so bist du. Siehst du, fängt die hier an, die andere, Saschas Motte, fängt irgendwie an zu lachen. Oder Kerstin, oder wer das ist, war Kerstin? Ja. Ja, du hast jetzt gelacht, oder? Ja. Ja, ist ach, Mann, willst du nicht nächste Woche mal auch anrufen? Dann setze ich dich hier so auf Dauerdings und immer, wenn was ist, lachst du so dazwischen. Das macht so eine Sendung lebendiger. Vor allen Dingen ist es dann eben nicht so ein Büchsenlachen, was man so einspielt, wo man einen Knopf drückt, sondern es ist eben lebendig, herzliches, warmes Frauenlachen. Mit so dünnen Speichelfäden im Mund. Das war jetzt, warte mal, Kerstin, das war jetzt ein bisschen, ist nach 23 Uhr. Vorher ist unbeschwertet Kika-Lachen. Ja? Okay. Definitiv. Wir sind ja öffentlich-rechtlich. So. Aber definitiv ohne Kika. Ja. So, Sascha. Ich habe da noch was in Wikipedia. Genau, als Panade bezeichnet man ein Bindemittel für Farben und Füllungen. Wofür? Also, die Panade ist eben auch die Füllung. Das ist ja egal, aber beim Wiener Schnitzel ist doch Panade außen. Und dann ist deswegen sage ich Panierung. Aber wir haben Panierung gut. Und jetzt um das auf Darf ich mal zwischengreifen? Ja, wenn es sein muss, Ist mein Gegenpart ein gelernter Koch oder weswegen? Der Sascha? Nein. Der macht Holzbeine. Ah nein, das war der Roman. Nein, ich bin kein gelernter Koch. Sascha, Sascha, machst du die Holzbeine? Nein, ich mache keine Holzbeine. Nein, was machst du dann? Ich mache momentan, ich bin schon in Rente. Was? Ja. Mit der Stimme? Wie hast du das gemacht? Weiß ich nicht. Du bist ja jetzt aber noch keine 60 oder was? Nein, die haben beschlossen, dass ich in Rente gehe. Es wurde beschlossen, dass ich nicht mehr arbeiten kann und jetzt bin ich in Rente. Ich will das auch. Könntest du mal bei mir vorbeischicken? Nee, also ich sag mal so, es ist nicht unbedingt erstrebenswert. Ach so, man bekommt ganz wenig Rente und ich muss jetzt Grundsicherung beantragen und sowas in der Richtung. Also so toll ist das nicht. Kennst du welche, die einem viel Rente verschreiben könnten? Nein. Es kommt ja darauf an, wie viel du gearbeitet hast. Und wenn du jetzt mit, was weiß ich, 50 oder so in Rente gehst. 50, und du hast danke, eben, schön wert. Ja. Hast eben nicht so viel gearbeitet, dann kriegst du eben nicht viel Rente. Wumm. Gut. Okay, und Sascha, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Okay. Und merk dir, mein lieber Freund, das heißt Panade. Und jetzt aber schnell weg. Haha, jetzt kommt er nicht mehr wieder an. Yippie, gewonnen, Kerstin. Hier. Du hast du bist aus dem Osten, oder? Ja. Siehst du, hört man sofort hier. Oder würde ein Selbstbewusster unter demokratischen Verhältnissen so viel wachsen, nicht immer. Na, würde nicht hier sagen. Ja, doch. Kerstin. Hier. Schon wieder, immer noch. Ja, ist ja gut. Kassi, wie nimmst du denn das hier irgendwie alles wahr? Ich bin ja immer noch so durcheinander, weil das quasi mit Facebook und YouTube und radio1.de quasi überall gleichzeitig aber versetzt ist. Das heißt, wer sich richtig einen richtig geilen Abend machen will, der könnte sich drei Computer hinstellen und immer Facebook, Radio 1 aufmachen, dann radio1.de und dann noch bei, was ist der dritte? Lara! Was? Da schläft sie wieder. Das gibt's doch gar nicht. Facebook, YouTube, die Website. Und weil das alles nicht gleichzeitig ist, hat man quasi für seine GEZ-Gebühren, die man bezahlt, quasi drei verschiedene Sendungen. Und kann dann hier noch und kann überall kommentieren auch noch. Und kann überall noch kommentieren. Eieiei. Ganz ehrlich, ich bin ja über Radio 1. Ganz ehrlich, ist auch schon mal so ein Anfang, muss ich sagen. Sagst du, wenn du so redest, dann, dann muss man überdenken, lügt also, wieder die kleine Motte. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Okay, jetzt sei mal ganz ehrlich, Kerstin. Ganz ehrlich, ich habe mir, ich weiß gar nicht, was schon wieder war. Ganz ehrlich. Mit dem Wiebrecht, da warst du in der Sendung. Ja, vor zwei Wochen oder so weit. Oder? Ja, genau. Ja, irgendwie so. Und hab's gehört und hab gedacht, ey, schaltest ein. Bin natürlich über Facebook gegangen. Für mich die einfachste Variante. Warum? Naja, egal, okay. Letzte Sendung meinst du, letztes Mal? Ja, genau. Ja. Und hab einmal geschaut und wir hatten auch schon mal miteinander telefoniert, so nebenbei, ne? Aber ist egal. Vor Jahren? Nee, letzte Woche. Ach so, na gut, okay. Ich bin wieder durchgekommen. Ah ja, schön. Egal. Nein, aber jetzt wirklich, ich bin wirklich drauf gekommen, Radio hören, reinschalten und dann. Wirklich nur... Ohne gucken, meinst du?
Ja. Ja, lenkt mich auch ab. Was soll ich sagen? Angeguckt zu werden. Ich hab mein Handy beiseite gelegt, ich rufe über Festnetz. Aber ich gucke jetzt immer, habe ich letztes Mal nicht gemacht, ich gucke jetzt immer in die Kamera und versuche auch so meinen verführerischen Blick aufzusetzen. So, jetzt wird es unscharf, war? Dabei bin ich ja der Kameramann. Was bist du? Bist ein hübscher Mann? Mensch, jetzt hör doch mal auf! Mach doch hier nur. Hallo, Kerstin. Du, ich sehe dich gerade nicht, weil ich alles ausgeschaltet habe. Weil ja, trotzdem, aber trotzdem. Da bin ich selbstlos. Ich gucke dann trotzdem aufs Verführerischste. Du siehst jetzt nichts, Kerstin? Nein. Hallo, Kerstin. Oh, wenn ich mir das daher anschaue. Machst du das? Nee. Jetzt hör auf. Kerstin, nein. So hast du jetzt aber mal noch so ein Ekelwort. Wir müssen Thema besprechen. Jetzt ist ja schon gleich 9. Und da ist ja hier immer so open, also länger als halb machen wir nicht. Sag mal eine Zahl zwischen 60 und 90, Kerstin. Ganz schnell und ganz ehrlich. 76. 76 Minuten wäre die Sendung heute. Kerstin hat es festgelegt. Soll ich den Wecker stellen? 76 Minuten. Nee, wir können es ja mal versuchen. Ja, dass man mal auch ein bisschen die Wünsche des Hörers aufnimmt, oder? Wenn wir jetzt hier schon so eine kommunikative Situation haben, ansonsten sitzt man ja stumpf vom Radio, kann nichts machen, außer das Radio eintreten oder umschalten oder ausschalten oder den Fernseher aus dem Fenster werfen. Und hier ist es so dieses Rückkopplungsprinzip. Das finde ich so schön. Das ist so demokratisch, das hier so. Und da hat die Kerstin ganz ehrlich 76 gesagt und dann machen wir 76 Minuten. Und Lara stellt jetzt den Wecker. Ja, dass es dann aber auch der Wecker sein muss. Was soll ich denn sonst stellen? Nee, der Wecker klingt ja so, wie wenn ich hier rumdöse und dann hochschrecke, oh, die Sendung ist zu Ende. Mann. Man kann auch die Töne vom Wecker ändern. Ach so. Aber du weißt ja nicht, welche Töne ich habe. Ja, deswegen ist ja das Problem. Kerstin, Lara, das klang jetzt ein bisschen so, ja, guck mal, ich kenne deinen Klingelton. Schiedsrichter, ich weiß, wo dein Auto steht. Sprechfunker, ich kenne deinen Weckerton. Du hast doch vorhin noch fast versucht, mein Handy zu klauen. Ach so, stimmt, das war auf einmal. Naja, hör auf. Irgendwie, also man hat hier beim Radio teilweise auch ein bisschen mit Irren zu tun. Ich stehe hier immer. So im Studio, so, Janusz, wisst ihr, wir bereiten das alles vor und so, schwupp, greife ich in meine Tasche und was ist da drinne? Das Handy von Lara. Ich weiß, also, wo du denkst, ist doch ein bisschen aufdringlich auch, oder? Das reicht ja, wenn sie mir die Telefonnummer zusteckt. Gleich das ganze Handy. Ja, nicht gleich das ganze Handy. Naja, die sind hier alle ein bisschen bei Radio 1. Kerstin, hast du jetzt noch ein Ekelwort? Ich wollte noch eine schöne Musik gleich spielen. Sag mal. Ja, was denn? Was, gleich? Nee, ja, gleich. Ist doch aber kein Ekelwort. Doch. Echt? Ist ein Ekelwort? Gleich ist ein Ekelwort in dem Moment, wenn du was forderst. Ja. Und da kommt jemand an. Gleich. Naja, das finde ich so eine Form von Neutralität? Entschleunigung. Wir leben doch in einer so hektischen Welt. Wenn du dann kommst, kannst du mal Glück machen. Nee. Wenn was ansteht. Kerstin, konzentrier dich und sei ganz ehrlich. Blödes Beispiel. Mein Sohn, ein blödes sage, Beispiel. Wenn mein Sohn, wenn ich mal zu meinem Sohn sage, könntest du bitte das machen? Ja, dann musst du ja doch sagen gleich. Ey, sag mal zu mir irgendwas. Sag mal was. Na, ich weiß nicht, was ich sagen kann. Ich kenne dich doch gar nicht. So richtig, gar nicht. Du sollst mich gleich kennenlernen. Kerstin, vielen Dank für deinen Anruf. Gerne ja? Doch. Okay. Mensch, jetzt hör auf mit sehr gern. Bitte heißt es. Also ich arbeite hier im Bergwerk der Sprachkritik, sage nicht bitte sehr gern und du hast bitte doch gesagt, wa? Ja, klar. Aber das darfst du sagen. Oder? Ja, jetzt habe ich mich völlig falsch aufgeregt. Nein, ich wünsche dir ach, einen schönen Abend. Das Leben ist so schön schwer. Erfolgreiche Sendung und ja. Bis zum nächsten Mal. Okay, gut. Bis gleich. Ja, sehr gern. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ach, hier kommen, das ist die liebe ich auch. The Piglets, Johnny Reggae. What's he like, Mavis? He's a real tasty geezer. He's grown his hair a bit, but it's smooth, not too long. And he wears a baseball shirt with a number 17 on. Ach, das ist doch scheiße, dann hier so im Radio beobachtet zu werden, so mit Musik, wenn man dann immer so, wie ein Eisbär. Voll der Idiot. Reggae, Reggae, Reggae. Here comes Johnny Reggae.
Johnny Reggae, Reggae, lie on me. Reggae, 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 here comes Johnny Reggae. Johnny Reggae, Reggae, lie on me. He'll always start a fight for me. He's always on the phone. At the dance hall in the evening, he'll always take me out. In his fringe and buckle stompers and his two-tone tonic strides. He's a real tasty geezer and I'm his ear inside. Reggae, 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 here comes Johnny Reggae. Johnny Reggae, Reggae, lay it on me. Und das ist es, genau, da muss ich jetzt schon zack, zack, zack. The Piglets, Johnny Reggae, steht ja hier sogar bei mir auf dem Computer. Woher der kommt, woher? Ah, nein, das ist quasi, ah, naja, egal, wie, hallo. Hallo. Jetzt machen wir hier aber auch einen Lachcontest, oder? Du versuchst hier Lara zu übertrumpfen, weil die ist Queen of Laughing eigentlich. Okay, boah. Birke heißt du, hast du gesagt. Birke heiße ich, ja super. Das geht doch ja nicht. Du musst doch Birte heißen. Nein. Von wo aus rufst du eigentlich an? Das wäre dann schon ein Unwort. Von wo aus rufst du an? Von wo aus rufst du an? Ich rufe von der Insel Föhr an. Föhr? Ja. Also so in dem Eck Sylt, Amrum, Föhr, da ganz oben. Boah, das ist ja weit weg. Aber Länderpunkte bringt das auch nicht. War ich auch nicht. Warst du schon mal in Föhr? Ja, natürlich, du rufst ja von da an. Ich war schon mal in Amrum. In Föhr kannst du gar nicht sein. Auf Föhr. Ja, auf Föhr. Warst du schon mal da? Ja, nein, bist du ja da, entschuldige. Warst du schon mal auf Amrum? Ja, ich war schon mal Ich wollte nur Amrum. Sagen, dass ich schon mal auf Amrum war. Sehr schön. Ist das toll, oder? Ja, das ist total toll. Dann hätten wir uns quasi von Weitem zuwinken können. Naja, aber ist jetzt aber auch schon ewig her. Mit meinem Blasorchester war ich da. Oh, mit dem Blasorchester. Ja. Und da habe ich mir die allererste, das war am Tag oder zwei Tage später, als Roy Black gestorben ist. Ach. Ja, und dann habe ich mir aber gleich aus, weiß nicht, Solidarität oder irgendwas, meine allererste Roy Black CD meines Lebens gekauft. Ach du meine Güte. Und habe die dann, danke. Du musst es jetzt auch nicht so thematisieren, verdammt nochmal. Du bist auch nicht mehr die Jüngste. Auf Föhr lassen sie ohne jeden Ruf. Siehst du, sag doch. Und hab die aber gleich in meiner allerersten Sprechfunksendung einsetzen können. Weil da haben immer keine Leute angerufen. Meine allererste Sendung, da habst du sowas ja irgendwie noch, wussten die nicht, hat keiner angerufen. Und da hat gesagt, wenn keiner anruft, spiele ich Roy Black bis zum Erbrechen. Und dann hat keiner angerufen, dann habe ich Roy Black gespielt. Hat wieder keiner angerufen, habe ich nochmal Roy Black gespielt. Hat wieder keiner angerufen, hat noch. Und dann kam aber eine Redakteurin und sagte, Kuttner, es wäre hilfreich, wenn du die Telefonnummer durchsagst. Und dann haben Leute angerufen. Aber da in der Zwischenzeit bin ich dann Roy Black-Fan geworden. Und finde immer noch ganz in Weiß, ist der größte Schlager überhaupt. Es ist der Schlager aller Schlager. Da steckt alles, ist quasi, verstehst du? Naja, ist jetzt so, muss aber auch nicht. Wollte ich nur sagen. Also um jetzt mit meiner lokalen Kompetenz, was Föhr und Amrum und wie hieß die andere? Sylt. Ah, Sylt. Kann man, ist ja genau. Gibt es ja am Bahnhof immer diese Schrippen mit so Bismarck, mit so Dingsheringen, wa? Das ist ja auch immer Sylt. Ja, gibt's auch da, ja. Das ist am Bahnhof immer. Ja, gibt's auch in Berlin. Also da musst du jetzt nicht viele drauf einbilden auf Sylt. Nee. Und man heute kein Länderpunkt. Ist das traurig, oder? Mann. Wieso? Weil schön wäre. Ja, du hast was verpasst in der letzten Sendung. So. Gab es einen Anruf aus Indonesien, Surabaya. Ja. Und dann gab es noch einen Anruf aus Madrid. Oder Barcelona? Madrid. Dänemark. Das also waren 14 Länder. Halber Punkt. Aber ich meine, nachdem ich in der letzten Sendung meinen Rekord total aufgestellt habe von 14 Punkten, ist ein halber Punkt jetzt natürlich ein bisschen deprimierend, würde ich mal sagen. Naja, aber vielleicht. Wie weit ist denn Dänemark weg? Könntest du nicht. Du hast ja ein Handy wahrscheinlich, oder? Ja. Kannst du da nicht mal kurz rüber? Die Fähren sind ja schon alle weg. So, ich kann nicht mal schnell rüber. Fähren. Ah. Ja. Ah, ja. Aber vielleicht gibt es doch noch einen halben Punkt. Weil Birke, warum heißt du denn Birke? Ich bin in der Lüneburger Heide geboren. Da haben sich meine Eltern gedacht, auch eine Birke ist auch ganz schön. Und das haben die zugelassen? Ja, es gibt einige Birken.
Es gab doch mal die Regisseurin, die auch recht freizügige Filme gemacht hat, Birke Bruck. Sagt ihr das was? Nee. Gibt's das mein Vater toll. Ist bei YouPorn oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht einen Film von ihr gesehen, aber er hat immer gesagt, da gibt es eine. Weißt du. Und dein Vater hat mit dir über so Softpornos gesprochen? Das war wahrscheinlich so ein Alter, so ein 68er, so ganz freiwillig. Ja, ja, so aber das war 68er. Das war alles nicht so wild. Gut. Achso, nee, aber wir wollen ja. Ach, sprichst du auch so? Lüneburger, wie spricht man in der Lüneburger Heide? Spricht man da identifizierbar? Also in der Lüneburger Heide spricht man ganz normal, auch wie die Hannoveraner. Ach so, Lüneburger Heiden würden sich jetzt quasi nicht erkennen untereinander an der Sprache, sondern sprechen nur Hochdeutsch und denken alle voneinander. Das ist ja blöd. Und da, wo ich jetzt wohne, da hört man so ein bisschen norddeutschen Slang, ne? Ja, da sagt man Moin. Ja, Moin ist also so super, wa? Also bloß nicht Moin, wenn du mal nach Föhr kommst. Ach so, darf man nicht sagen. Langgezogenes Moin. Ach. Sonst, wer ein Moin sagt, ist ein Schnacker. Ein Schnacker? Ja. Wenn ich mich neutral norddeutsch beschreiben würde, hätte ich den Eindruck, dass ich auch ein Schnacker bin. Aber ist ja offensichtlich nicht so positiv konnotiert, oder? Nein, also das ist, also für mich ist ein positiver Schnacker. Sag mal, hier ist positiver Schnacker. Hier ist wieder der Mongole. Könnt ihr versuchen, mich anzurufen? Ja, würde ich da gerne machen, lieber Vertreter des stolzen mongolischen Reitervolkes. Aber es funktioniert, wir kommen hier irgendwie nicht raus. Ich glaube, weil das ganze Geld ist hier in die Kamera gegangen und jetzt muss ich Telefonkosten sparen hier. Die war auch teuer. Wir versuchen es mal, vielleicht beim nächsten Mal. Darf ich dir mal Worte noch sagen? Ja, du wolltest ja auch noch eklige Worte sagen. Und ich bin so froh, dass ich das mal loswerden kann. Denn wenn ich so etwas mal höre, ob es im Fernsehen ist oder auch in der Radiosendung, vorhin war die zauberhafte Kerstin da und sie hat leider auch ein Unwort von sich gegeben. Welches? Da gehe ich wirklich hoch bei. Sag mal. Und das erste Unwort ist mega. Oh, ich kann es nicht hören. Ach, einfach immer so platzitüdenhaft in irgendwas eingebunden. Mega, bin schon raus. Mega. Dann das zweite, definitiv. Oh, da kannst du mich auch mit von der Decke abkratzen. Definitiv, da könnte ich ja immer noch. Also jeder Depp beginnt doch mit definitiv irgendeinen Satz. Also nee, auf keinen Fall. Ach so. Ich habe noch ein Unwort. Mann! Willst du noch eins? Ja, für ihn und da. Mach weiter. Auf jeden Fall. Ich finde, auf jeden Fall nicht so schlimm, wie ich dein überzeugend fand. Okay. Das war Ja, sag mal noch eins und dann mach ich aber Aber du dann nicht. Das war, Dieser Übergebrauch von Konjunktiven ist schrecklich. Das finde ich, das sollte man wirklich abschaffen, ahnden. Wenn jemand sagt, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Hier fallen die Lampen runter. Dadurch bin ich jetzt aber, das ist wirklich, hier. Aber guck mal, jetzt habe ich mal ordentliches Licht hier. Das ist doch, ich frage mich, warum es hier so duster ist. Sieht aus wie ein Horrorfilm, jetzt stimmt man nicht. Aber wie kann denn? Sag mal, das war jetzt, was hast du gerade gesagt? Das müssen wir uns merken. Das Studio explodiert, wenn du so Sachen sagst. Vielleicht sollte sie es nicht nochmal sagen. Na doch, ist doch interessant. Das ist ja, entsteht ja nur durch Wiederholbarkeit. Dann wird es irgendwie jetzt gewissermaßen wissenschaftlich belegt. Definitiv, nee, danach war noch was. Sage ich jetzt einfach mal. Das finde ich auch so ein. Aber das ist ein Geisteszustand. Das ist nicht nur Sprache, sondern sage ich jetzt einfach mal, ist ja bloß der Versuch, für das, was man sagt, nicht die Verantwortung zu übernehmen. Wenn man, hast du doch gerade gesagt, nein, habe ich es aber nicht so gemeint. Weißt du, also sage ich jetzt einfach mal. Das geht mir auf den Keks, sage ich jetzt einfach mal. Aber so schlimm ist das nicht. Glaube, so schlimm ist wirklich nicht. Sagen auch Leute, die wirklich richtig dumm sind, aber irgendwas Schlaues sagen wollen. Ich weiß gar nicht, ob das so eine genuine Dummheit ist. Es ist, glaube ich, eher der Zustand, dass man, wie gesagt, nicht festgelegt werden will. Dass man sowas so wie so knickknack, sage ich jetzt einfach mal. Weißt du, so das war. Hier die Anrufer heute waren ja alle, sage ich jetzt einfach mal, scheiße. Aber ich habe doch auch, habe ich jetzt nur so gesagt. So, ja, da will man irgendwie nicht haftbar gemacht werden.
Das ist, glaube ich, das Grundproblem. Aber Mensch, Birte, was bist du? Birke? Birke? Ja. Ich habe jetzt einen letzten habe ich noch. Mensch, ja, auch, klar, natürlich. Gut. Dieses einfach nur so dahergesagte, alles gut, finde ich auch blöd. Finde ich richtig blöd. Naja, also wenn man, wirklich, ja. Wenn liebe Menschen, alles gut. Sag ich manchmal zu meinem Hund. Ja. Wenn der so ein bisschen verpeilt ist. Ja, genau. Aber der ist nicht bleib so da der oder ist, komm her. Alles der ist nicht so ein Sprachkritiker vor der Welt, der Köter. Der ist zufrieden, ja. Wenn Herrchen irgendwas sagt, alles gut. Ja. Das naja, ist gut, aber da bist du ja Gott sei Dank nicht dabei. Naja, nee. Ist das was ganz anderes. Um wirklich jemanden richtig schön zu beruhigen, ist ein alles gut. Und wenn es so von Herzen gemeint ist, ist auch schön. Ist dann schon aber ich halbwegs finde, dass das so missbraucht wird dann. Ja. Also es wird einfach viel zu viel benutzt an Stellen, wo es überhaupt nicht hingehört. Genau. Super. Birke. Ach, wundervoll. Jetzt ist mein Herz Mensch. Wieder leicht. Ist es Birke mit außer I oder mit Ü? Freund? Darüber diskutieren nämlich die Leute. Die diskutieren ja, ob du mit I oder mit Ü geschrieben wirst. Ja, bei YouTube. So. Auf YouTube? Ja, die Elite chattet nämlich bei YouTube, hat auch einer geschrieben. Birke. Das sind aber auch nur Berliner, die auf die Idee kommen, dass Birke mit Ü geschrieben schon wird. Schon mit I, oder? Ja, schon mit I. Es ist schon wieder Baum. B-I-R-K-E. Ja. Birke, wie bist du jetzt überhaupt darauf gekommen, von Föhr aus hier anzurufen? Das kann ich dir sagen. Nämlich mein Na, lieber das Freund sag mir Marco mal, ganz ehrlich. Ist seit Jahren ein echter, fetter Fan von dir. Ach so. Und ich sehe dich jetzt das erste Mal in meinem Leben. Aber ich glaube, ich bin auch Fan. Naja, lass dir Zeit. Jetzt lass mal 5, 6, 7, 8 Sendungen ins Land gehen und dann reden wir nochmal drüber. Ja? Ja, okay. Birke. Gut. Ach, das war ein schöner Anruf von dir. Vielen Dank für deinen Anruf. Danke, war mir eine Freude. Okay, grüß mal deinen Freund Marco. Ja, das war das Marco? Ist der da bei dir in der Nähe oder ist das nur so ein Freund? Ja, der sitzt genau neben mir. Ach so, der sitzt direkt. Was denn? Doch, ich gebe dich jetzt weiter. Ja. Ja. Doch, Marco, ja, ganz kurz, schnell, Marco. Moin, guten Tag. Moin, moin, moin. Oh, ein Schnacker, der hat moin, moin gesagt. Sagt man nämlich nicht, mein Lieber. Also. Ja, ich jetzt auch gehört. Ja, genau. Ja. Ach so, und du hast die Birke jetzt dazu getrieben, hier anzurufen? Nee, sie wollte selbst. Also, sie wollte selbst? Ich wollte deine Sendung unbedingt hören und sie wollte anrufen. Ach so. Ja. Ist das eigentlich, seid ihr da, ist das so ein dünn besiedeltes Dorf, wo ihr da seid? Auf Föhr? Ja, Süderende ist sehr dünn besiedelt. Ja. Aber wie wäre das, wenn du jetzt mal so Fenster aufmachen würdest und so Boxen ins Fenster stellen, dass man so das Dorf mal ein bisschen beschallt? Und dann würde ich sagen: Hallo Föhr, es ist 22.09 Uhr, jetzt aber alle in die Betten. Dann würde sich doch vielleicht freuen, der Föhrer. Oder? Meinst du nicht? Wann wurden die das letzte Mal so direkt angesprochen? Das war wahrscheinlich Krieg, Sirenen, ab in den Keller. Aber so, dass man so eine direkte Generalansage, ist doch lange her. Ja. Ja? Garantiert, ja. Genau. Na, wisst ihr, was das bereitest du zum nächsten Mal vor? Ja. Dass du so eine Riesenbox bei dir ins Zimmer dingst und dann ballern wir, hör mal hin, dann ballern wir Gottfried Benn raus. Ah, nee, falsch. Naja, ist egal. Ich hab den jetzt den richtigen Ben Dönnig hier. Kommt, reden wir zusammen. Wer redet, ist nicht tot. Es züngeln schon die Flammen doch sehr um unsere Not. Kommt, reden wir zusammen. Das ist ja im Grunde das Motto hier. Damit sind wir jetzt nur noch 4 Minuten, 6 Minuten vom Ende der Sendung. Das Kerstin ja stalinistisch, möchte ich sagen, mit einem Handstreich auf 76 Minuten reduziert. Die Uhr tickt. Kommt mir aber entgegen. Super, vielen Dank. Grüß mal deine und gieß die Birke immer schön. Danke dir, mach weiter so. Mann, jetzt müsst ihr nicht. Ihr versteht hier, das ist irgendwie, das ist ja aber hier meine die proletarische, das Proletariat hinter der Kamera. Die können, hallo. Mann, das war ganz freundlich. Ja, die haben es so verstanden, wie ihr jetzt lacht. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass es von mir nicht so gemeint war, sondern so fürsorglich, oder? Genau. Nein, das war fürsorglich. Oh Mann, genau. Okay, vielen Dank. Schöne Grüße nach Föhr mit einem halber Länderpunkt, ey. Ich wäre verrückt. Okay, super, vielen Dank, ja? Tschüss. Tschüss. So,
Dann machen wir jetzt nochmal, ach Mann, jetzt zeig mich aber von Birke nicht so richtig verabschiedet. Haben wir jetzt hier vielleicht nochmal irgendwie eine ganz kurze Musik und dann machen wir noch ein ganz kurzes, ach, jetzt muss ich hier wieder die Brille, die Red steht hier auch. Das hören wir uns jetzt schnell noch an und dann ist aber quasi praktisch wie Schluss. Man mag mich und stehe ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Der Lonely Skinhead Song von Santra. Alleine wirklich, steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag. Also das ist wirklich ein bisschen blöde. Man hört dann so Musik und dann bin ich sofort dabei, quasi diese Musikvideo zu illustrieren. Niemand mag mich oder... Sitze ich hier so da und mache affige Grimassen. Also das ist schon ein bisschen blöde. Ach, ich mache die Musik und dann tauche ich schnell weg. Mag mich, drum bin ich hier allein. Niemand mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich, allein und glücklich. Wenn und mag mich, wie kann das Sünde sein? Bin und mag mich, wie kann das Sünde sein? Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Niemand mag mich, allein und glücklich. Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? So, das war Sandra mit Lonely Skinhead Song. Niemand mag mich. Damit sind wir... 22.16 Uhr müssen wir zu Ende sein. 76 Minuten, hat Kerstin gesagt. Mach doch erstmal weiter, der Wecker klingelt ja. Ja, aber trotzdem muss ich ja auch so eine innere Orientierung quasi haben. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ich bin's? Ja, du da? Bist es. Ja, du bist da. Okay, von ja. Madrid, wieder. Ja. Ach so. Die Mongolin. Die falsche Mongolin. Die falsche genau. Mongolin. Trixi. Ja, genau. Genau. Heute ist zu technisch das Thema, aber ich wollte noch was sagen. Ach so, sagen. Stimmt. Wenn man nicht so sprachsicher ist, ist es irgendwie schwer, so Pestworte zu finden, oder? Ich habe fast nichts verstanden. Du hast heute schneller gesprochen als letzte Woche. Ach so. Aber man kann doch jetzt bei Netflix die Filme schneller stellen, aber vielleicht kann man bei YouTube auch die Sendung langsamer machen. Vielleicht was machen wir. Ja. Ja. Naja, auf Deutsch jetzt. Es gibt zwei Worte, das ich nicht verstehe, das Konzept. Ach so, sag mal. Ich verstehe es nicht. Warum es ist so? Es ist hässlich. Welches Wort? Welche Worte jetzt? Sag mal hässlich. Ein Wort. Hässlich. Hässlich. Es ist erschrecklich, es ist das Wort auf Deutsch. Es ist nicht schön. Nee, hässlich ist ja aber auch hässlich. Aber ist doch schön, wenn dann ein Wort, das von Hässlichkeit spricht, selber hässlich ist. Warum sollte man naja, das hässlich hassen? Es ist erschrecklich. Ich glaube nicht, dass das direkt zusammenhängt, Hass und hässlich. Ich kann nur das sehen. Aber hast du schon mal den Zusammenhang zwischen Dame und dämlich überlegt? Genau. Und Herr und herrlich. Aber ja. Nein, ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich... Doch. Es ist Etymologie, Hass. Es ist so. Das Wort, das Gehirn liest das, wenn das Wort gesagt wird. Mhm. Hässlich. Oder? Naja, aber hässliche Sachen hassen kann man ja. Du siehst aber es Damen nicht, für dämlich es erklären Deutsch, ist nicht so schön. Aber von außen klingt es schrecklich wieder. Wirklich. Aber ist aber gut. Ich meine, hässlich ist doch auch scheiße. Wenn das dann hässlich klingt, ist doch super. Dass so Worte, das ist doch, dass manchmal so Schimpfworte klingen so toll. Also sagen wir mal, selbst so ein Wort. Ja, nee. Doch, sag mal. Das ist doch. Nicht wahr. Das ist absolut nicht wahr. Wieso es denn? Es gibt Beleidigungen. Nein, ich meine ja nicht Beleidigungen, aber sagen wir mal so ein Wort wie Scheiße. Das klingt doch so toll. Das klingt genau. Doch alles andere als das führt dann in die Irre. Mich immer wieder. Aber große Worte oder schlimme Worte. Ich meine nicht das. Ich meine die Bedeutung, die tiefe Bedeutung ist ja schrecklich.
Von hässlich oder von scheiße? Von scheiße nicht. Von scheiße, na die Bedeutung ist aber auch scheiße, würde ich mal sagen. Ja. Aber hässlich, du sagtest und du denkst unbewusst, ja, dass es hässlich ist. Ja, finde ich doch gut. Wir hassen hässlich alle Sachen, die hässlich sind und dann leben wir in einer schönen Welt. Das ist doch gewissermaßen ein Programm, was da drin steckt. Lasst uns das Hässliche hassen. Genau, ich finde ich nicht so schön. Findest du nicht so schön? Nein, warum hassen, was hässlich ist? Nee, aber warum soll man hässliche Sachen schön finden oder das Wort hässlich schön finden? Nein, nicht schön finden. Nicht schön. Ich meine nicht das. Ich will es nicht Rotarusche so malen. Aber warum hassen? Es gibt hässliche Sachen, das eigentlich nicht gehasst sollten werden oder werden sollten. Oh oder? Mann, das hast du jetzt gut gesagt. Ich hab's nicht verstanden. Das war es aber gut. Dadurch kriegt das so eine poetische Qualität. Der Wecker! Der Wecker! Soll ich schlummern drücken oder stopp? Drück mal stopp. Oh oh. Wir machen. Ja, mach. Wir verabschieden uns noch schön. Trixi, was? Okay. Trixi. Ja. Ja. Und sag mal, hast du denn noch so Bekannte in aller Welt? Außerhalb von Spanien? Also Mongolei, bist du ja auch überfordert damit? Aber nein, noch irgendwo anders, aber nicht in Mongolei. Wo denn? Nicht. Wo denn? Wo hast du noch welche? Naja. Sag doch mal. Warum fragst du das? Naja, weil du könntest dir mal sagen, die sollen mal anrufen, dass ich wieder Länderpunkte sammeln kann. Willst du das? Erste Sendung waren 14 Länderpunkte, heute waren ein halber. Ach nee, du bist ja wieder vier, sind 4,5 Länderpunkte. Meine Tante könnte dir anrufen, aber von Brandenburg. Wo? Nein, das bringt doch nichts. Aber die kann auch anrufen. Ja, die soll ruhig anrufen. Okay. So, okay. Trixi, damit machen wir Schluss. Ich bedanke mich für deinen Anruf. Danke dir auch. Sag mal nochmal hässlich. Nein, es ist nicht. Dann sag Scheiße, dass wir irgendwie hier optimistisch rausgehen. Genau. Ja, dann musst du aber auch Scheiße sagen. Nein. Warum Scheiße, denn nicht? Scheiße, so viele, ja, Scheiße, hässliche Scheiße, genau. Oh, jetzt hast du es viermal gesagt. Super, hässliche Scheiße. Vielen Dank, Trixi. Ja, okay, tschüss. Und mit diesem wunderbaren Wort Scheiße, ach, schnell nochmal hier. Ach Mann, ach, ihr macht mich hier aber auch fertig. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Zu langsam. Jetzt höre ich mich, wer bist denn du? Mario, wir sagen jetzt mal Tschüss und wir telefonieren nächste Woche wieder, ja? Kannst du dir das merken? Nächste Woche, Mittwoch, 21 Uhr. Ja? Mario, tschüss. Ja, mach du, tschüss. Okay, tschüss. So, damit ist die Sendung zu Ende. Wir hören uns nächste Woche, nächsten Mittwoch. Ja, Kinder, seid ihr alle da? Ja! Nächste Woche wieder, ansonsten vielleicht noch ein anderer Programmhinweis, am Freitag, jetzt nächste Woche Freitag, also diese Woche Freitag, 29. 20 Uhr im Deutschen Theater, Videoschnipselvortrag. Wer Lust da hat, dahin zu gehen und jetzt gewissermaßen selber nichts sagen muss, sondern unten stumm sitzen kann und sich da Videoschnipsel von mir erklärt, anschauen will, Freitag, 20 Uhr im Deutschen Theater, ansonsten sehen wir uns. Was denn für Videoschnipsel? Na, komm mal hin, meine Liebe. Freitag 20 okay. Uhr, dann kannst du dir das mal angucken. Und jetzt ist die Sendung zu Ende. Das ist doch wie waren denn die Kommentare? Gibt es so eine Zusammenfassung hier? Warte, kannst du mal irgendwie sagen, wie das so war? Gut, viele Kommentare. Viele Kommentare. Willst du noch ein paar Wörter hören oder was? Ach so, nee, das ist mir. Ach. Manche fanden Viertel scheiße. Prochladen. Viele fanden Birke cool. Das Wort oder die Frau? Die Frau. Die Frau. Jemand findet es schade, dass man nicht mehr am Apparat sagt, wenn man rangeht. Ach so. Und auf Wiederhören sagt auch keiner mehr. Stimmt. Ja. Dann verabschiede ich mich jetzt hier mit einem. Auf Wiederhören. Na, erstmal Scheiße und dann umgekehrt, ja? Verabschiede ich mich mit einem Auf Wiederhören Scheiße. Wieder aus, der bei war.
vorübergehend nicht erreichbar.